Hallo? Okay, gut, dann fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar könnten Sie sich mal vorstellen und so ein bisschen was erzählen, was Sie so machen, also als Stadtrat so. Ja, hallo. Mein Name ist Harald Riedl. Ich bin seit 2008 Stadtrat der Grünen hier in Fürth. Bin 46 Jahre alt, von der Ausbildung her Umweltberater und betreue bei uns in der Stadtratsfraktion die Schwerpunkte Bau, Verkehr, Stadtentwicklung. Und dann habe ich noch also eine Frage zum Studium jetzt. Was für ein Studium muss man denn ausgeübt haben, um ein Stadtrat zu werden? Also für den Stadtrat in Fürth, aber auch für alle Landtags- oder Bundestagsabgeordneten gibt es an sich von der beruflichen Qualifikation keinerlei Grundvoraussetzungen. Man wird gewählt von den Bürgern, man wird durch eine Partei aufgestellt und dann von den Bürgern gewählt. Und man könnte an sich ohne jegliche Ausbildung Stadtrat werden. Das hängt rein davon ab, ob man genügend Wählerstimmen bekommt. Und wir haben auch genügend, ich weiß gar nicht, wir haben Handwerker drin, wir haben Lehrer drin, wir haben Hausfrauen drin, ganz bunt gemischt. Also das kommt einfach aufs eigene Engagement an, auf den Einsatz und wie gesagt, ob man es schafft, die Bürger vor Ort zu überzeugen, dass sie einen wählen. Aber eine berufliche Qualifikation in dem Sinn braucht man nicht. Also zumindest nicht zwingend, nicht rechtlich. Es wäre nicht sinnvoll, wenn man irgendwie, na, ich schon, weil man muss sehr viel lesen, man muss sehr viel Unterlagen studieren und so. Also ist schon eher was einem liegen muss von der Arbeitsweise her. Bestand dann auch früher bei Ihnen schon das Interesse, eben Politiker zu werden, also im Alter von 15, 16 Jahren, sage ich jetzt mal. Also hatten Sie da schon so ein bisschen Interesse an der Politik? Ja, ich denke, da bin ich vielleicht ein bisschen, ja, schon ein Exot bei uns im Stadtrat, weil ich wirklich mit, genau wie Sie gesagt haben, mit 14, 15, 16 würde ich angefangen habe damit. Also mein erster Kontakt zu den Grünen war wirklich in dem Alter, damals in der Friedrichstraße, wo der McDonald's war. Da sind auf der Seite zu den Fontänenbrunnen hin die Bäume, die großen. Und da haben wir damals die Baumwurzeln freigelegt und also die Plattenbelag weg und mit Rasengittersteinen gemacht. Und das war so mein erster Kontakt. Und ich bin dann auch mit 19 schon bei den Grünen beigetreten. Also jetzt quasi über 25 Jahre dabei. Und habe das auch mehr oder weniger beruflich gemacht. Also ich durch meine Umweltberaterausbildung war es also auch in dem Bereich tätig, bei der Stadt Landshut, Ingenieurbüro. Ich war in Stuttgart und in Düsseldorf zum Schluss, habe auch schon mal 3 Jahre für die Grüne Landtagsfraktion, für den umweltpolitischen Sprecher gearbeitet in Düsseldorf im Landtag. Damals unter der rot-grünen Landesregierung. Also ich mache das wirklich, ja, sage ich mal, fast professionell als Beruf, wenn das normalerweise als Stadtrat als Ehrenamt gerechnet ist. Also man macht das nebenbei, man hat normalerweise geht man davon aus, man hat einen normalen Job, normales Einkommen, 40 Stunden und macht den Stadtrat quasi noch zusätzlich in seiner Freizeit. Bei mir ist es ein bisschen anders. Mir macht es einfach Spaß und ich habe das für mich so ja, gemanagt, dass ich das mit viel mehr Zeit machen kann. Ich habe noch 2 Teilzeitjobs, aber sag mal, die andere Hälfte meiner Arbeitszeit mache ich Stadtratsarbeit. Okay, könnten Sie zum Beispiel auch jetzt, wie Sie auch sich damals engagiert haben, mit 15, 16 Jahren, könnten Sie da so Jugendlichen, die sich vielleicht politisch engagieren möchten, was empfehlen? Also. Naja, ganz klar, kommt zur grünen Jugend. Also da fällt mir nur ein einziger Satz ein. Also wir haben ja eben die grüne Jugend, also unsere Jugendorganisation, die jetzt auch Nürnberg-Fürth zusammen eine grüne Jugend bilden und die entsprechende Aktionen machen, sich einbringen, ja, inhaltlich letzte Woche hatten wir eine Wohnungsveranstaltung in Fürth mit einer Bundestagsabgeordneten und da hat dann über die grüne Jugend, haben sie einen Flashmob gemacht in der Fußgängerzone, war, glaube ich, das Bild auch in der Zeitung, glaube ich, ja, also war was bei uns intern bloß. Also wo wir dann einfach Wohnungsnot symbolisiert haben in der Fußgängerzone mit so Wurfzelten und Schlafsäcken, dass es eben zu wenig Wohnraum gibt. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen. Also indem man eben dann, sagen wir mal, schon richtig sich einbringt bei der Grünen Jugend. Aber es geht auch, dass man uns Stadträte anspricht, dass man zu Veranstaltungen geht.
Also wir stehen ja alle mit unseren Kontaktdaten im Internet. Ich habe auch ständig Anrufe von Bürgern, die sich halt mit ihren Belangen, mit ihren Themen an uns wenden. Also gibt es da die vielfältigsten Möglichkeiten, sich da als Jugendlicher einzubringen. Und ab wie vielen Jahren ist es dann, also dass die Jugendlichen sich da engagieren können? Hat es eine bestimmte Altersbeschränkung oder so? Also bei der grünen Jugend nicht. Also jeder, der mitmachen will, kann mitmachen. Also da gibt es keine Altersbeschränkung. Okay, gut, dann komme ich noch also zu den Hauptthemen. Was denn zurzeit so die Hauptthemen in der Politik sind, was besprochen wird, auch mit der Zeitung halt eben zusammenhängend. Was sind denn da eben die Hauptthemen so? Okay, jetzt muss ich erst überlegen, weil das ist so vielfältig, weil wir bearbeiten ja quasi alles von Kultur, ich sag mal Neubau Jüdisches Museum, Neubau Ludwig-Erhard-Haus hinterm Rathaus, ich sag mal bis zu Busfahrpreisen, öffentlichen Personennahverkehr, Wohnungsnot, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben bei der vorhergehenden Frage, bis hin, ja, Straßenbaumaßnahmen, S-Bahn-Verschwenk, Finanzen, kommunaler Haushalt, weil ich sag mal, Wünsche zu haben und Ideen zu haben ist immer gut, aber sie müssen ja finanzierbar sein. Also A, müssen sie umsetzbar sein im Allgemeinen, also einfach möglich, rechtlich, aber oft scheitert das Ganze an den Finanzen. Also insoweit darf man die Finanzen da auch nicht außer Acht lassen, weil das an sich das Hauptargument ist, wo dann den Wünschen meistens Grenzen gesetzt sind. Von daher, ich bin gerade überlegen, das ist so vielfältig, das geht hin bis zu Abfallentsorgung, also das ist die ganze Bandbreite, Jugendarbeit, also Ausbau vom Connect. Das läuft ja heute hier die Aktion übers Connect in der Theresienstraße, wo wir jetzt gerade die Sanierung machen, Sportplatzbau, also das ist wirklich, ich sage mal, Hauptthemen. Manche Sachen sind mehr in der Zeitung, aber letztendlich es ist ganz, ganz viel. Also zum Beispiel, ich habe jetzt im Rucksack meine Unterlagen morgen für den Bauausschuss. Wir haben morgen irgendwie 32 Tagesordnungspunkte, sind 396 Seiten zum Lesen, wo man sich dann einarbeiten muss. Also das ist ganz, ganz vielfältig. Das heißt, Sie als Stadtrat sind dann auch für alle Themen, die in der Politik besprochen werden, zuständig und arbeiten damit? Es ist so, dass man als Stadtrat schon sich Schwerpunkte setzt, weil man einfach von den Inhalten, von der Arbeitsbelastung her einfach nicht in der Lage ist, alles abzuarbeiten. Es ist einfach nicht zu schaffen. Nicht auch von seinem eigenen Wissen her versucht man sich auf das zu konzentrieren, wo man halt A, mehr weiß und vielleicht auch vom Inneren her einfach mehr einen Zugang hat, sage ich mal. Von daher ist eben mein Bereich Bau, Verkehr, Stadtentwicklung einfach durch meine Ausbildung, durch meinen beruflichen Werdegang. Die Kollegin Dittrich hat zum Beispiel mehr soziales Jugend, die Kollegin Orwe mehr Wirtschaft und Kultur. Also man versucht das schon in den Ausschüssen, also wir haben ja Fachausschüsse, genau nach den genannten Punkten, wo ich gerade schon gesagt habe, also Kulturausschuss, Wirtschaftsausschuss, Bauausschuss, Finanzausschuss, dergleichen. Da gehen wir geht eine kleinere Zahl von Stadträten rein, also es sind im Normalfall Ausschüsse mit 14 Stadträten, während der Gesamtstadtrat ja 50 Stadträte hat. Und im Gesamtstadtrat muss man sich dann mit allen Tagesordnungspunkten befassen, in seinen Fachausschüssen dann eben nur mit den fachlichen Schwerpunkten. Weil wir haben ja daneben dann auch noch den Kontakt zu den Bürgern, also in dem Fall dann zu Umweltverbänden in meinem Fall oder Bürgerinitiativen. Also man versucht dann auch, sich mit den Fachgruppierungen in Fürth dann irgendwie Kontakt und Wissen da sich anzueignen, um das mitzukriegen, was vor Ort gerade aktuell ist. Also Kulturinitiativen zum Beispiel beim Kulturausschuss oder so. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar entspricht die Zusammenarbeit, in der Sie jetzt arbeiten, entspricht es Ihren Vorstellungen, also wie Sie sich das alles vorgestellt haben, oder läuft es jetzt ganz anders ab, als Sie das dachten? Also Zusammenarbeit innerhalb des Gesamtstadtrates, würde ich sagen, ist zweischneidig. Zum einen finde ich es vom menschlichen Umgang miteinander, Ralf, oder sehr angenehm. Also wir respektieren uns. Das muss wohl in anderen Nachbarstädten bei uns nicht ganz so sein.
ich sag mal, wir tragen unsere Argumente vor, wir versuchen eine Meinung rauszuarbeiten, aber wir sind dem anderen dann nicht böse, wenn er eine andere Meinung hat. Also sag, okay, das ist deine Sicht, das ist meine Sicht. Ich sag mal, schwarz und weiß gibt es eh nicht. Also die Wahrheit liegt meiner Meinung nach sehr oft in den Grautönen. Und von daher finde ich das sehr angenehm, das Zwischenmenschliche, dass man auch den anderen respektiert. Was ich von der Arbeitsweise her in Fürth inzwischen als belastend empfinde, ist, dass kaum mehr diskutiert wird. Aufgrund der absoluten Mehrheit der SPD muss man einfach so klar sagen, die wissen einfach, wie das Ergebnis ausgeht. Also wir haben, also alle Fraktionen haben meistens ein oder zwei Tage vor den Ausschusssitzungen oder vom Stadtrat Fraktionssitzung. Das heißt, da besprechen wir und auch die SPD ihre Themen fraktionsintern und legen sich fest, wie sie dann abstimmen in der offiziellen Sitzung, also Fachausschuss oder Stadtrat. Und die haben die absolute Mehrheit, das heißt, sie haben vom Stadtrat 28 von 50 Stadträten und die wissen im Prinzip mit ihrer Mehrheit, wie das Ergebnis am nächsten Tag ausschaut. Also die wissen am Dienstagabend, wie am Mittwochnachmittag das Ergebnis ausschaut. Und das macht es, finde ich, inzwischen ja, schwierig, weil einfach auf die Argumente nicht mehr eingegangen wird. Man hört es zwar an, aber die Linie liegt fest. Man weiß, was man will und das macht man und da können wir Argumente bringen und andere Blickwinkel und andere Sichtweisen, wie wir wollen. In den seltensten Fällen findet es dann Eingang und auch wirklich eine Offenheit. Also ich stelle mir einen Stadtrat einfach vor, dass man Argumente austauscht, dass man einfach sich dem anderen anhorcht und einfach mal die Scheuklappen wegnimmt und sagt, okay, da ist ja was dran an der anderen Meinung. Und es wird mir auch, ist jetzt nicht bloß mein Blickwinkel, sondern immer wieder vom Bauausschuss sind immer wieder Bürger hinten drin. Und die haben das auch immer wieder bestätigt, dass sie das genauso empfinden. Es sind quasi Statements, die da abgegeben werden im Fachausschuss. Man sagt seine Position und da wird abgestimmt und fertig. Aber wirklich eine Aktion, dass der andere dann wieder auf das vorhergehende Statement eingeht, das findet überhaupt nicht mehr statt. Und das ist aber an sich der Sinn von einem Fachausschuss, irgendwo die beste Lösung für die Stadt zu finden. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das so mehr und mehr und die Räder kommt, auch die Sitzungsvorlagen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir haben morgen Bauausschuss, also da sind da was Sitzungsvorlagen dabei, wo ich sage, also das ist echt einfach ein Witz. Also da wird mir bewusst als Stadtrat, wird das Ergebnis schon vorweggenommen, weil einfach Informationen nicht drinstehen und bewusst zurückgehalten werden. Aber also es ist jetzt nicht allzu laut, also man kann ihn auf jeden Fall noch sehr gut verstehen. Ja, okay. Gut. Dann passt es auch gleich zu meiner letzten Frage und zwar wäre das dann wohl, also das wäre jetzt halt eine Sache, die Sie vielleicht verändern würden in der Politik und was würden Sie dann noch an, ich meine jetzt an Fürth, ändern wollen? Also mit der Politik, was würden Sie ändern wollen? Also auf den ersten Teil der Frage, ja, wär so mein Wunsch, dass man einfach, ja, ist jetzt, ich bin eigentlich Opposition, ich habe einen gewissen Blickwinkel aus der Sicht meiner Partei, meiner Fraktion, dass eine Fraktion nicht mehr die absolute Mehrheit hat, dass man einfach wirklich reingeht in die Sitzung und wirklich offen diskutieren muss und nach Mehrheiten suchen muss und wirklich die für die Stadt beste Lösung sucht. Das wäre das eine. Und das zweite ist, ja, was ist gut für Fürth oder was ist eine gute Stadt? Das ist so vielfältig, da jetzt anzufangen. Das wäre jetzt, keine Ahnung, von Radwegen angefangen, ich bin jetzt gerade mit dem Fahrrad wieder hergefahren, bis zu, naja, wenn ich mir das Schulgebäude anschaue, da wäre dringend nötig die Sanierung. Das ist also so vieles, was es da gibt, die Gustavstraßendiskussion. Man kann das an sich gar nicht in zwei, drei Sätzen sagen, weil da müsste man jeden einzelnen Themenbereich abklappern, um das dann festzulegen. Und dann ist noch die Frage, was ist die Wahrheit? Also was ist gut? Das ist ja nicht per se, das ist ja nirgends irgendwo in einem Buch festgelegt, das ist gut und das ist schlecht, sondern das muss man dann ja
im Austausch mit den Bürgern ja erstmal festlegen, was, was wollen die Bürger, was ist machbar, was ist sinnvoll. Muss dann als Politik auch nochmal den Mut haben zu sagen, naja, die Bürger möchten zwar manches, aber da spielen vielleicht Einzelinteressen zu viele rein bei den Bürgern, die sich äußern. Man muss dann nochmal neutral gegenprüfen, ist es dann auch wirklich das Beste für die Stadt. Vielleicht ist es das, was ich mir wünschen würde, dass man mehr die Bürger einbindet bei Entscheidungen. Dass man einfach die ganze Politik mehr in die Bürgerschaft trägt, mehr die Bürger wieder zu Wort kommen lässt, die Meinungen zu Wort kommen lässt, da einfach mehr das Ganze einbindet. Weil manchmal neigt man der Politik schon dazu, ja, so aus dem eigenen heraus alles zu entscheiden und so ein bisschen die Bürgerschaft dann immer entsprechend mitzunehmen. Das wäre vielleicht so, ja, die zwei Sachen. Zum einen mehr Diskussion in den Ausschüssen, wirklich ergebnisoffen, die beste Lösung suchen, und zum anderen mehr die Bürger einbinden, um da einfach, ja, da das Wissen und auch die Wahrnehmung der Bürger besser einzubringen in die Politik und die Entscheidungsfindung. Gut, dann danke ich Ihnen jetzt für das Interview und das war es dann auch. Gerne.